Ich habe euch ja länger schon mal versprochen, dass ich euch unser Gebäude vorstelle. Und das wollen wir mit diesem Video auch tun. Ich befinde mich hier in unserer Eingangstür. Sieht alles noch ziemlich schäbig aus, aber das ist halt der Style. Die Halle ist nicht komplett neu. Nein, im Gegensatz, sie hat sogar eine relativ schöne Geschichte. Und zwar sind das hier die alten Waschkauen, sprich die Räumlichkeiten, wo sich die Bergleute früher nochmal schön sauber gemacht haben, umgezogen haben, nachdem sie unter Tage waren. Denn genau gegenüber ist die älteste Steinkohlegrube Europas, Grube Itzenblitz. Und wir sind ja auch hier am Itzenblitzer Weiher, mein altes Hausgewässer, ist auch mein Heimatort. Insofern bin ich relativ froh, dass ich die Firma noch in diesem Ort hier habe. Ein Neubau ist schon in Planung, doch bevor wir das Projekt genauer angehen, möchte ich euch wirklich mal vorstellen, wo wir hier so hausen, wie wir es hier so, ich will nicht sagen notdürftig eingerichtet haben, aber ich sage besser auf unsere Bedürfnisse alles angepasst haben. Starten wir auch gleich schon. Auf der Seite hier seht ihr unseren Packtisch. Unsere Jungs, die sind fleißig am Arbeiten hier am Packen. Der Christoph, der gibt besonders viel Gas. So gefällt mir das. Den Lars, dem seinen Einsatz möchte ich aber auch nicht schmälern. Hier an den Paketen, der Stapel, der wird immer größer. Gerade momentan, wo wir die ganzen Neuheiten, die vor kurzem angekommen sind, versenden. Die GLS-Leute, die freuen sich dann immer mittags, wenn sie ankommen und so viele Pakete rausgehen. Ist momentan wirklich so ein alltägliches Bild, aber so soll es ja auch sein. Wenn wir immer schön fleißig verkaufen, da können wir auch wachsen und da können wir auch wirklich geile Produkte für euch machen. Und die Produkte, die wollen wir uns jetzt auch mal so ein bisschen anschauen. Hier die Regale, da muss ich sagen, die sind momentan nicht gut gefüllt, was nicht daran hängt, dass wir die Produkte nicht da haben, sondern eher daran, dass wir viele Neuheiten erst bekommen haben und die ganzen Kleinteile-Regalen jetzt nochmal neu sortieren müssen. Was kommt wohin? Da wollen wir auch wirklich dann ein besseres System machen und die Lagerfächer benennen. Chaotisches Lagersystem natürlich, das heißt, es wird immer da was hingestellt, wo mal Platz ist, aber das Ganze wird auch dann ins System eingetragen, das auch wirklich... das Picken, also das Packen, das Kommissionieren der Ware schnell vonstatten geht. Gehen wir mal kurz hier durch, was noch so drin steht und was nicht irgendwo in einem anderen Karton sich befindet. Zum Beispiel die Posen, die haben wir jetzt auch endlich lieferbar, wirklich von einer guten Qualität mit einem ordentlichen Röhrchen, wo ihr auch, wenn es sein muss, Knicklichter reinmachen könnt. Oder auch unsere allseits beliebten U-Posen, super stabil die Teile, die stabilsten auf dem Markt, in Größen von 10, 20, 30, 40 Gramm. Wir machen demnächst ja noch andere Größen, ihr wolltet es ja so. Die Haken, die liegen hier nach den Messen, da packen wir das gar nicht mehr alles in VE-Kartons, sondern... machen die kleineren Päckchen hier rein. Ansonsten ist ja alles in VE-Kartons, in Verkaufseinheiten, dann auch verpackt in wirklich diesen Kartons. Da wissen unsere Lagerarbeiter auch direkt, das ist eine Verkaufseinheit. Da muss ich nur zugreifen, wenn die geschlossen ist. Und da kann nichts schief gehen, wenn das Zeug zu den Händlern geht. Gehen wir einfach mal weiter. Ich möchte jetzt gar nicht auf alles eingehen, weil es sieht hier eh nicht so toll aus momentan. Ne? Wir müssen alles noch sortieren, aber ich liefere da definitiv mal ein paar Bilder nach demnächst, wenn dann auch alles schön eingeräumt ist. Genauso wie unser Deutschlandregal, so nenne ich das immer liebevoll. Das ist so alles im Prinzip, was aus Deutschland kommt, Vorfachmaterial oder auch die Bleie, da gehen wir jetzt mal hin. Die werden sogar ganz hier in der Nähe gegossen und auch beschichtet. Da haben wir noch vieles hinten in Kisten. Zeige ich euch dann später auch, wie unser Logo zum Beispiel auf die Bleie kommt, denn das machen wir ja seit neuestem. Die alten Vertical Chicks zum Beispiel, oh stimmt, die haben auch noch den Aufdruck, den Logo-Aufdruck. Und das Logo drucken wir hier mit einer Tampondruckmaschine, die wir uns zugelegt haben. Also wir versuchen uns schon zu helfen. Wir arbeiten gerne mit kleineren Firmen zusammen, auch gerne mit Behindertenwerkstätten. Wenn wir wirklich Sachen brauchen, die nicht direkt von einer Angelgerätefirma kommen, sondern wenn wir uns irgendwo innerhalb unserer Region weiterhelfen, finde ich immer ganz toll, wenn man auch so versucht, mal ein bisschen andere Wege zu gehen. Vorausgesetzt, die Qualität ist top. Und das haben wir wirklich bei unseren Sachen, wie auch den Bleien, ja. Hier mit unserem Logo schön. Da weiß man auch, welches Gewicht man montiert. Ja, und hier die Ecke, da will ich eigentlich gar nicht so genauer drauf eingehen. Die Angelecke hinten, da stehen auch viele Dinge, die ihr noch gar nicht sehen dürft. Da ist mein privates Angelgerät. Und hier ist das ganze Messezeug. Wir befinden uns momentan ja sehr häufig auf Messen. Und dementsprechend wird alles einfach nur gerade reingekloppt in die Ecke. Nächstes Wochenende stehen auch nochmal zwei große Messen an. Und wenn die Messen vorbei sind, dann versuchen wir auch nochmal etwas mehr Ordnung da reinzubringen. So, ich laufe jetzt mal vor, um auch noch ein bisschen auf die anderen Räumlichkeiten einzugehen. Hier zum Beispiel, das ist totaler Chaos jetzt, unsere Bootskartons.
Hopper und auf der anderen Seite auch Tasca. Hopper ist ja in einem Karton, Tasca, das sind zwei Kartons. Und ganz da hinten drüber, da kann man sich irgendwo durchschlängeln. Später kommen wir wahrscheinlich besser dran. Hinter der Kartonage, da stehen auch noch ungefähr 500 Routen. Unser Routen-Backup, das befindet sich in unserem anderen Lager, denn wir haben seit kurzem noch ein zweites Lager auch in diesen Räumlichkeiten dazu bekommen, weil einfach die Lagerfläche hier von 400 Quadratmetern nicht mehr ausgereicht hat. Und eben habe ich mal auch schon die neue Lagerfläche angesehen in einem anderen Gebäude, da ist noch sehr viel zu machen, aber auch da müssen wir demnächst ausweichen, weil wir halt schon ganz gut wachsen, würde ich mal sagen. Jetzt gehen wir mal hinten in unser Langlager, der Durchgang. Also nachdem die Waschkauen hier drin waren, war so eine richtige, wie soll ich sagen, Oldschool-Werkstatt drin, wo die Leute an Autos rumgeschraubt haben. Und ich habe auch zum Vermieter gesagt, er muss uns jetzt nicht hier alles schick machen, bis in die Wände weiß und ansonsten ein bisschen alles sauber. Natürlich ordentliche Netzwerkkabel verlegen, schnelles Internet, Glasfaserleitung haben wir hier. Das ist ganz wichtig, aber ansonsten braucht er sich da nicht allzu viel Mühe zu machen. So hat es auch noch so ein bisschen den, ja, so verruchten Style, ja, so richtiges Lager-Image, das wollte ich haben. Hier sind Pakete. Ganz wichtig ist auch mein Köfi-Behälter, ja. Hier kommen dann immer die Köderfische rein mit einer Pumpe und auch im Filter. Momentan ist nichts drin, aber die Saison steht vor der Tür. Da müssen wir demnächst mal nochmal voll machen mit ein paar Köfis. Die Toiletten wollen wir natürlich nicht näher drauf eingehen, Damen und Herren, ja. Und genau das wollte ich euch ja zeigen. Die Bleie, die man da auch selbst bedrucken, ja, Disc-Teaser zum Beispiel, die Vertical Chicks, die kleinen 55-Gramm-Versionen, die kommen auch demnächst. Die größeren sind ja schon länger im Sortiment. Ich weiß nicht, wann ihr das Video hier seht. Oder auch die Snap-Fireballs, also alles, was irgendwie aus Blei ist, die bedrucken wir. Oder das bedrucken wir dann ab sofort auch mit unserem Logo und vor allen Dingen der Grammatur. Neben unserem Köderfischkessel steht natürlich noch ein Grill. Ja. Manchmal in der Mittagspause geht es dann raus, wird ein bisschen Fleisch gemacht, schön gebraten. Jetzt gehen wir noch einmal in diese Richtung. Und da ist was, was mal fast schon peinlich ist. Und zwar, früher war ich relativ gut im Saft mal, ja. Schön im Futter, trainiert immer fleißig. Man will ja auch gut aussehen, ja. Und dann wird man älter, wird sesshaft, gründet eine Firma und hat man gar keine Zeit mehr für sowas. Und letztes Jahr habe ich mal gedacht, wenn da so ein kleines Fitnessstudio, ein schönes Rack hinstellst, da kannst du dann mal richtig Gas geben. Kreuzheben, Bankdrücken, Kniebeuge. Und was habe ich gemacht? Ich glaube, dreimal trainiert und seit einem Jahr geht hier gar nichts mehr. Ich versuche jetzt das Teil in mein Haus zu schaffen, in so eine Ecke. Vielleicht kann ich ja da morgens nach dem Aufstehen ein bisschen trainieren. Hier in der Firma schaffe ich es auf jeden Fall nicht mehr. Also das ist nach hinten losgegangen. Dementsprechend hat sich mein Körper auch nicht viel verändert in den letzten Jahren. Ne? Sehe nicht mehr so gut aus wie früher. Aber was ich noch gerne mache, und dafür habe ich auch Zeit, das ist Essen. Die Bar. Die Bar ist nichts anderes als unsere Küche. Da wird jetzt auch nicht viel gekocht. Aber was auf jeden Fall gemacht wird, fleißig Kaffee gekocht mit der Kaffeemaschine. Das ist auch mein liebstes Teil hier, das Jura-Baby. Da muss ich demnächst aber nochmal neue Bohnen kaufen. Die Lavazza Espresso Bohnen, das sind meine Lieblingsbohnen. Und da freut es mich auch und da bleibe ich wach. Schöner Kaffeekick jeden Morgen und gerne auch mittags und abends. Hier noch so ein paar Dinge, muss man auch demnächst mal nochmal ordentlich sortieren. Ja. Auch von mir privat, ein alter Auspuff. Der musste dem Klappenauspuff weichen. Ja. Das ist alles noch hier gelagert. Ist halt schon so ein bisschen alles auf mich abgestimmt irgendwo. Aber dennoch wird Arbeitssicherheit groß geschrieben, überall Feuerlöscher, ja. Und normalerweise schauen wir auch drauf, dass die Wege hier zu den Notausgängen frei bleiben und generell auch die Gangbreite groß genug ist. Bitte mal drüber hinwegsehen, wenn wir eine Lieferung bekommen. Vorgestern war das der Fall, ein 40-Fuß-Container, ein 20-Fuß-Container und da steht auch mal so ein bisschen was in den Gängen rum, aber das werden wir ganz schnell wegversenden. Und jetzt gehen wir noch einmal hier in das Büro, denn die anderen zwei Büros, die kennt ihr wahrscheinlich ja neben meinem Hauptbüro, von dem ich öfter mal aus auch drehe, ist auch noch ein kleineres Büro. Da wird momentan die Produktentwicklung für einen Raubfisch vorbereitet. Nur momentan bleibt das alles so ein bisschen liegen, weil fast jeder am Packen ist. Wir müssen ja das Zeug endlich rauskriegen, die ganzen Neuheiten. Und jetzt gehen wir mal ins nächste Lager, wie auch schon versprochen. Überall wuseln ja Leute rum, so ist gut. Fetzauge gemacht, ja? Hier fleißig am Arbeiten, so soll es sein, auch noch ein weiteres Büro. Am Anfang war das der Produktionsraum, wo Sachen verpackt worden sind. Mittlerweile versuchen wir mal, die Räumlichkeiten, die wir haben, wirklich so auszustatten, dass wir überall Büroarbeitsplätze haben. Hier muss auch noch ein PC hin, der wird morgen eingerichtet. Wir kriegen momentan häufiger neue Mitarbeiter. Wir müssen den ganzen Jahr auch gewachsen sein. Hier geht's wieder raus. Und dann geht's auch schon direkt in das neue Gebäude. Wir haben hier einen schönen Durchgang. Können somit auch mit den Eidechsen
oder Ameisen, ja, mit den Palettenwegen hier durchfahren. Ich habe auch eine Rampe gebaut. Und hier haben wir uns beholfen, weil wir keine Paletten mehr hatten, mussten wir ein bisschen was auf den Boden stellen, aber da wird auch vieles in den nächsten Tagen versendet. Ja, und so sieht das teilweise aus, wenn so Routentaschen da sind oder die Taschen vom Routenständer, Wattstandback hier, die wasserdichten Taschen, die wurden ein bisschen länger gelagert, darum sehen die Pakete so aus, aber der Inhalt ist gut. Das ist nämlich auch ganz wichtig, Qualitätssicherung, man muss immer kontrollieren, wenn die Ware ankommt, dass das auch alles ordentlich ist. Theoretisch haben wir hier auch noch Toiletten, nur ich habe die abgesperrt, weil ist ja unnötig, wir haben ja hinten Toiletten, da muss man doppelt die Toiletten putzen. Denn das Putzen von solchen Räumlichkeiten, das kostet auch ein bisschen Kohle. Da haben wir vor kurzem auch eine Dame extra für eingestellt. Also es geht nicht mehr, dass man das irgendwo nebenher macht. Das sind alles so die Dimensionen, die man sich erst aneignen muss. Und man muss sich wirklich über viele Dinge Gedanken machen, wenn man wächst, über die man sich am Anfang überhaupt keine Gedanken macht. Gehen wir noch weiter. Ja, hier die Eimer, die Square Buckets. Das waren am Anfang über 2500 Stück. Jetzt sind es ein bisschen weniger, ich weiß gar nicht mehr wie viele. So ungefähr 1800 Eimer müssten hier stehen. Man hat halt oft relativ hohe Mindestbestellmengen, aber Hauptsache die Firma ist gut, die es herstellt. Hier die Square Buckets, die sind auch lebensmittelecht, könnt ihr also auch Hundefutter reinmachen oder sonst was. Das war mal auch wichtig, wenn man schon irgendwo Plastiksachen im Sortiment haben, sollten die auch nicht schädlich sein. Insofern schaue ich da immer drauf, dass das alles auch seine Ordnung und Richtigkeit hat. Ja, und hier haben wir jetzt noch so ein bisschen Platz. An diesen Teilen vorbei noch ein paar Kataloge, Tape-Wool, wie heißt es auf Deutsch? Maßband, ja. Ich muss schon manchmal überlegen, wie es dann auf Deutsch heißt, weil alle unsere Produkte einen englischen Namen haben. Outrigger Systems, Wallerholz, Elklong, unsere Unhooking Pliers, ja. Und das hier, hinten stehen noch ein paar Routenständer, das hier sind alles Routen, ja. Wir haben in dem alten Lager ja so ungefähr 500 Routen, also in dem Hauptlager, wo wir ständig drauf zugreifen können. Und das hier ist dann noch ein Backup von ungefähr 2500 Routen. Und nochmals die doppelte Menge, muss man sagen, die verkaufen wir im Jahr, doppelte Menge, wie wir lagernd haben. Und es wird ständig mehr. Das ist gar nicht so einfach, dementsprechend immer lieferfähig zu sein. Das bemängeln ja manche, dass manchmal ein Produkt nicht lieferfähig ist. Wir mussten zuerst mal so ein paar Jahre Erfahrung sammeln, wie viel verkaufen wir überhaupt, bevor wir uns ausreichend vorbereiten konnten. Mittlerweile sind wir sehr gut vorbereitet. Ich denke, dieses Jahr sollte es keine großen Probleme mit Lieferfähigkeit geben. Aber bei insgesamt 275 Artikeln, momentan haben wir mal, glaube ich, 5 Artikel nicht lieferbar. Das kann halt schon mal vorkommen. Aber der Großteil ist bei uns immer da. Lasst euch da auch nicht zu viel erzählen, entweder von den Händlern oder, liebe Händler, lasst euch nicht zu viel von anderen Außendienstlern erzählen. Das ist nämlich das einzige Argument, das die gegen Zec-Phishing haben. Der ist ja nicht immer lieferfähig, ja? Weil ansonsten von der Preispolitik und vor allen Dingen von der Qualität und der Nachfrage passt halt alles bei uns deutlich besser im Vergleich zu anderen Firmen. Aber ich will nicht so viel schwärmen, ich will auch die anderen Firmen nicht runtermachen. Seit wir auf dem Markt sind, muss ich sagen, sind auch teilweise die anderen Firmen ein bisschen besser mit der Qualität geworden. Insofern hat von Zec-Phishing wirklich jeder was. Hier noch ein Haufen andere Pakete. Ich denke, man muss jetzt nicht in jede Ecke gehen und möchte dementsprechend auch hier den Abschluss finden. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen, unser kleiner Rundgang. So sieht es aus in der Zec-Phishing GmbH. Nächstes Jahr wird schon komplett anders aussehen und da lasse ich euch auch ein bisschen dran teilhaben, wenn wir dann wirklich ein neues Gebäude bauen. Würde mich generell freuen, wenn er weiter am Ball bleibt und es freut mich wirklich auch tierisch, wenn er vielleicht sogar einen Daumen hoch gibt diesem Video. Ich finde es nämlich total geil, dass die Leute nicht nur am Angeln selbst interessiert sind, sondern auch in unserer Firma und das motiviert vor allen Dingen auch unsere Mitarbeiter weiterhin schön Leistung zu geben, damit geiles Angelgerät auf den Markt kommt. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video. Ciao, euer Carsten.